Hallo alle zusammen, schön, dass ihr um diese Zeit bereits eingeschaltet habt, um mit mir den aktuellsten Planet Zoo Stream zu erleben. Mein Name ist Taris und ich freue mich auf eine wunderbare Zeit mit euch. Ich denke, wir sollten sofort das Animal Castle stürmen. War lange nicht hier. Es gab jetzt dieser Tage ein neues Tier, nämlich den Rothirsch. Das Rotwild, den Rothirsch. Und ich denke, diesen Rothirsch wollen wir auch noch ins Animal Castle reinlassen. Wenn denn genug Geld da ist. Schauen wir mal, was uns der Stream so bringt. Ah, muss hier ein bisschen Tee trinken zwischendurch während der Arbeit. Ein bisschen Halsschmerzen, aber das ist kein Problem. Das hält mich ganz bestimmt nicht vom Reden ab. So, da steht da einer von unseren Silberfüchsen. Es ist ein Rotfuchs, ja, aber ein schwarz-silberner, schwarz-weißer. Elsa heißt sie. Gerade erwachsen geworden im Hexengehege. So, jetzt bin ich noch in der Minecraft-Tastatur gerade drin. Deswegen funktioniert das hier mit dem Beschleunigen nicht. Moment. Hiermit kann ich die Dinger wechseln. Sehr schön. Ja, alles klar. Richtige Kameraeinstellung. Ich denke, wir werden jetzt, weil ich gesagt habe, wir machen dieses Jahr nicht mehr so viele Streams oder eigentlich gar keinen mehr, aber ein bisschen was werden wir noch machen in Plänen. So, aber tatsächlich nicht so viel. Auch das Dezember-Pack werden wir wahrscheinlich erst im Januar besprechen können. Trotzdem dachte ich mir, auch weil unser Animal Castle so geil aussieht, es fehlt noch was. Ritterrüstungen. Ich hätte gerne noch Ritterrüstungen. Dass ich hier noch zwei Tiere baue. Einmal hier hinten noch der Streifenskunk, den wir ja noch nicht haben. Und hier vorne das Rotwild, also den Rothirsch. Die andere Alternative wäre, dass wir den Rothirsch hier vorne einfach irgendwo hinbauen. Da bin ich eigentlich auch sehr unschlüssig, weil der Rothirsch taucht ja auch im Wald auf, kann ich mir gut vorstellen. Und dann müsste er eigentlich vor dem Gelände auftauchen. Ich glaube sogar, das ist das Rätsels Lösung. Wir bauen dem Rothirsch hier vor dem Gelände vom Schloss ein großes Gehege. Dann können wir noch den Fleckenskunk hinmachen. Und hier, das ist eh Backstage-Bereich mit Peripherie und Servicegebäuden und so. Ja. Denke, das ist cool. Wir warten mal ab, bis es aufgehört hat zu regnen, damit wir die Animation stoppen können. In der Zwischenzeit können wir auch mal... Oh, es kommt gerade zur Tür rein. Ist das süß. Na, komm rein. Da ist es. Ah, stark. Wie geil. Da sind sie, alle drei. Toll. Okay, ja, bei Regen ist es natürlich im Tierbau sehr viel schöner als draußen. Bei uns fängt es gerade auch an zu regnen, hervorragend. Hier im Real Life, wenn ich aus dem Fenster gucke. Diese Tiere hier, die Waschbären, hatten ja das Problem, dass sie mal abgehauen sind. Deswegen habe ich hier die Bäume ein bisschen versetzt. Die sind immer den Baum rauf und dann hier oben auf dieser Terrasse gelandet. Und wir haben hier noch ein bisschen, wie nenne ich es immer, ein bisschen Flackerboden. Ah ja, aber hier ist das, glaube ich, unumgänglich. Ah, ich könnte jetzt natürlich... Nein, ich mach's... Hätte ich das besser nicht gemacht. Nein, ich weiß, wie ich das reparieren kann. Ich glaube, hier ist das unumgänglich. Da hatte ich am Anfang irgendwas experimentiert, aber irgendwie funktionierte das, glaube ich, nicht ganz richtig. Deswegen nehmen wir hier... Sonst muss ich da nicht irgendwas draufbauen. Wo ist denn das Raster hier unten? Wenn wir das Raster ganz empfindlich einstellen, auf die kleinste Chance, genau, auf die kleinste Chance, ist auch gut, auf die kleinste Möglichkeit, dann, ja, dann passt das, flackert auch nicht mehr, sehr schön. Wo sind die Tiere? Hier ist eins, da ist ein kleines
Oh. Ich hoffe nur, wir sind denn hier drin. Hoffe nur, dass gleich mal aufhört zu regnen, damit wir hier was Cooles bauen können. Sieben Babys von insgesamt 11. Ali, guck dir das an. Ach, du liebe Zeit. Dann müsste ich hier eigentlich schon wieder aussortieren. Die Waschbären vermehren sich ja auch wie blöd. Wir hatten also Claudia, habe ich gerade gecheckt. Maslin. Die haben leider alle keine so guten Werte. Raven. Ja. Wen nimmt man da weg? Die sind alle nicht ausgezeichnet. Lukas ist auch das einzige erwachsene Männchen hier. Genau, der war was besser. Genau, habe ich aber dazu gekauft. Der stammt nicht von mir, nicht aus meiner Zucht. Musik ein bisschen laut. Ja, machen wir ein bisschen leiser. So. Das heißt, ich nehme hier nochmal, weiß ich nicht, zwei Weibchen raus. Dann haben wir noch ein erwachsenes Paar drin. Ja, das ist eine gute Idee. Ich will nicht, dass das Gehege zu voll wird. Deswegen ist es wohl, glaube ich, besser. Genau, wenn wir die so wegpacken. Es regnet schon wieder. Oh, ich hätte in dem kurzen Moment Sonne auf Pause drücken sollen. Aktivisten entdeckt. Das ist auch nicht gut. Wo sind sie denn? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Hier hinten bei den Wombats. Wir hören sie alle. Da laufen sie. Was haben sie denn? Haben sie Probleme mit den Affen? Es gibt gar keine Affen in diesem Zoo. So sind sie halt. Muss mal gerade was checken. Kennt mich. Sehr gut. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Es wird mir auch nichts angezeigt. Wir warten ab. Irgendwas werden die schon finden. Wenn es denn dann nicht mehr regnet, machen wir gleich umgehend weiter. Skunk oder Rotwild? Also Rothirsch. Ich würde sagen, Rothirsch, ne? Vielleicht hier rein. In dieses Gebiet. Das muss ich auf Seite legen. Diese Latte hier brauche ich später noch. Aber die, im Moment geht die immer noch von A nach B. Hier ist sie leider auch im Weg jetzt schon. Dann packe ich die mal hier ganz an die Ecke. Hier wollte ich noch einmal einen Serviceweg machen. Rothirsch. Danke, Bina. Genau. Wie mache ich das denn hier? Da überlege ich mir später was. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich das vielleicht irgendwie intern löse und es hier rüber in dieses Haus da reinführe. Es kann aber auch sein, dass ich diesen Weg nur deswegen gebaut habe, weil irgendwas drin nicht stimmte. Weil eigentlich ist das hier alles miteinander verbunden, so wie das aussieht, ja. Ist doch ein logisches Wegsystem. Es wäre schade, dass es jetzt im Aufhören wird, es zu regnen. Wäre richtig geil. Könnte mein kleines Schlösschen hier. Das muss doch von außen ein bisschen gepimpt werden, aber da habe ich noch keine gute Idee. Aber an sich ist es nicht schlecht geworden. Gut, hier hatte ich überlegt, hier machen wir auf jeden Fall noch eine Verbindung hin. Zum, na, brauchen wir gar nicht, hier ist ja schon eine. Ah, machen wir es doch auf beiden Seiten, ne? Ja, ja. Und dann kommt hier nochmal eine Wand vor und hier drauf kommt das Restaurant irgendwann noch, eines Tages. Wie gesagt, aber so viel Planet Zoo machen wir dieses Jahr gar nicht mehr. Auf jeden Fall auch nur noch maximal im November, weil im Dezember liegt ja Craft Together erstmal an. So, jetzt wird es wieder schön. Das heißt, ich stoppe direkt mal die Animation. Und versuche hier gerade noch diesen Durchgang zu bauen. Für die Pfleger. Mal gucken, ob und wenn ja, wann ich gleich ausraste. Boah, ich hoffe nicht, ne? Ich versuche heute mal nicht. Ich versuche heute mal im Stream bei Verstand zu bleiben. Das ist aber eine gute Herausforderung. Aber ich plane nichts Kompliziertes. Also wird es wahrscheinlich nicht allzu schwer sein. Das Teil hier suche ich. Das heißt, wir können den Teil vom Weg hier nochmal verlegen, dass er da auch durchgeht. Durch die Tür. So. Und gucke ich, vielleicht kriege ich es hin, dass der Teil hier vorne. Ist das okay? Ja, dann laufen die Leute da teilweise rein, ne?
Ja, dann laufen sie rein. Dann ist das hier... Ah, Moment. Ah, nee. Dann lasse ich das so. Mein Gott, dann sieht das hier halt so aus an der Stelle. Dann sieht das an der Stelle halt so aus. Ich hatte noch überlegt, hier einen Techniker reinzusetzen. Also eine Werkstatt. Und was haben wir denn hier? Wir haben die Quarantäne, das Tierarztzentrum und... Ja, dann kommt hier nochmal das volle Programm rein, wo wir schon mal diesen großen Bereich haben. Den müssen wir auch nutzen, weil es wird der letzte Bereich sein, der letzte Mitarbeiterbereich sein für diesen Zoo. Dann kommt hier nochmal eine große Tierpflegerhütte rein. Kann ich mir die leisten? 19.000. Ah, machen wir eine kleine. Machen wir eine kleine rein. Und tauschen die später noch gegen eine große vielleicht. Ich muss jetzt ein bisschen mit dem Geld schauen, weil wir jetzt ja, während wir das Gehege bauen, nichts einnehmen. Und eine Werkstatt. Ja. Kann man noch schöner machen, aber da kommt eh ein Deckel drauf, dann sehen wir es nicht mehr. Aber ich kleide das wohl noch in Holz ein und dann, naja, Deckel drauf und so. Rothirsche. Also hierhin, in diesen Bereich würde ich vorschlagen. Da brauchen wir eine etwas andersartige Absperrung für. Wir können uns hier einfach mal hier in die Zoopedia rufen. Wo haben wir eine Rothirsch? Da ist er. Schönes Tier. Grad 2, größer als 1,50 Meter. Ja, da müssen wir was bauen. Da müssen wir was bauen. Die Tiere aus dem Twilight Pack sind ja alle sehr klein. Kann man natürlich mit Dammhirsch zusammenpacken. Würde ich jetzt allerdings drauf verzichten. Was ist denn hier los? Ah, Moment, das sind noch die alten Rotfüchse. Genau, ich habe hier diese Waschbären. Kriege ich die los? Kommen wir mal hier für 50. Das 10.687. Ah, der AD kriege ich nicht los. Ne, der muss raus. Der Immunität kann man da leider nichts machen. Gut, das wäre das. Jetzt schauen wir, wie wir hier eine kreative Wand gebaut kriegen, ein kreatives Gitter. Ich würde fast das hier, dieses Gitter schon nutzen, weil es ja nun mal thematisch wunderbar passt. Und wir ja hier denselben Stil in diesem Zoo halten wollen. Jetzt ist natürlich nur die Frage, das muss ich nochmal gerade checken, wie groß muss das Gehege sein? Und wie leben die überhaupt zusammen? Drei mindestens, ein Männchen wieder nur, das ist klar, das kennen wir schon von den Dammhirschen. Und bis zu 8 Weibchen. Dominante männliche Einzelgänger kämpfen um Harems. Kämpfen um Harems, das verstehe ich das. Beziehung zu Menschen neutral, das ist auch gut. Das heißt, wir müssen da keinen Einwegspiegel oder so einen Schnickschnack einbauen. 27 Jahre alt, ist ein gutes Alter. 4 Jahre bis zur Geschlechtsreife. Passt doch. Gut, aber die große Frage ist jetzt, wie groß muss das Gehege sein, wenn wir 3 Tiere haben? 450 Quadrat, sagen wir mal mit 3 Kindern und vielleicht doch 4 Erwachsene, 500. Passt alles. Ja, egal wie viele Kinder hier sind, auf die 1000 kommen wir lange nicht. Nee, alles klar. Dann reicht dieser Bereich hier tatsächlich aus, würde ich fast meinen. Muss heute ein bisschen weniger quatschen, wegen meiner Stimme. Wie gesagt, bisschen Halsentzündung, aber habe ich clevererweise noch was mit Curry zum Mittag gegessen. Haha, habe ich gar nicht drauf geachtet. Denkst du, wie blöd ich bin? Okay. Also der Zaun ist schon mal nicht schlecht. Oder wir bauen einen eigenen Zaun aus den Einzelteilen. Es gibt ja auch diese einzelnen Stählen. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ich versuche natürlich so viel wie möglich nur aus dem Twilight Pack zu verwenden. Hier gibt es auch allerhand mehr, was man verwenden könnte. Beispielsweise das Fallgitter. Nein, dieses auch nicht. Gucken wir mal. Diese hier meine ich. Diese Eisenzaunpfosten. So, einfach mal 2 Stück hier hingesetzt. Wenn es da irgendwas Cooles für dazwischen gäbe, außer Fensterscheiben. Wir hätten das hier noch. Zu friedhofshaft soll es jetzt auch nicht aussehen, aber eben burgenhaft. Diese Feuerkörbe drauf.
Boah, ist auch eine geile Idee, ne? Das können wir schon mal machen. So. Ich habe ja gesehen, nur größer als 1,50 Meter, ne? Also, so hoch muss das gar nicht sein. Das heißt, vielleicht können wir da wirklich mit der Wall noch was machen. Ja, obwohl 1,50 Meter Wall, dann sehen die Kinder wieder nichts, ne? Dann sehen ja die Kinder wieder nichts. Ich glaube, das mit den Feuerkörben, das ist gut für die Ecken. Vielleicht gar nicht überall auf dem Gehege, sondern nur auf den Ecken. Ja, dann lasse ich doch dieses Teil hier mal schon mal als eins für die Ecken. Für die Ecken. Hier rüber. Achso. Und hier kommt der Feuerkorb einfach wieder weg. Und wir versuchen. So. Irgendetwas Burgartiges hier zu kreieren. Ich versuche was. Ich habe, glaube ich, eine Idee. mit der kleinen Mauer vielleicht. Ich bin gerade... Also der 1,50 Meter spielt jetzt keine Rolle, wenn wir eine unsichtbare Barriere machen. Das schon mal zum einen. Ich glaube, ich weiß was. Wir mischen jetzt zwei Arten von Barrieren. Da drüber machen wir Maschendraht. Irgendwie so. Damit es annähernd aussieht wie ein Gehege und oben kommt nochmal eine schöne Zierleiste drüber. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Weil so macht es jetzt auch nicht großartig Sinn tatsächlich. Denn die Hirsche könnten ja theoretisch drüber hüpfen. Soll ja auch ein bisschen realistisch sein. So. Das sitzt auch. Dann brauchen wir noch so eine Zierleiste drauf. Entweder sowas. Oder wir nehmen so einen Balken. Ja, nicht. Nein, kein Küsschen. So. Balken sind auch sehr schön. Oder mal sowas hier drauf. Nee. Das ist es wohl auch nicht. Aber da finden wir was. Das ist jetzt nicht schwer. Das ist dieser Einzelstab nochmal. Ich will da auch nicht zu viel machen. Und wie wäre es denn, wenn wir hier diese Ketten querziehen? Ah, das, aber dafür ist das für den... Ja, gucken wir mal. Ihr wisst, wie sehr ich es liebe, diese Kettenglieder aneinander zu heften, weil es logisch ist. Es ist einfach logisch und nice. So. Lovely. Ich glaube, das reicht nicht, aber das können wir gleich nochmal erweitern, wenn ich es angebracht habe. Das könnte ich mir gut vorstellen. Da machen wir dann drei Stück hier auf die Höhen irgendwie. Das könnte funktionieren, einigermaßen. Schauen wir mal einfach. Wenn wir es drehen. So, na komm. Sehr schön. Ist zu klein, glaube ich, ne? Ist zu kurz geraten. Ist ja kein Thema. Da, wo die Ketten waren, gibt es auch noch mehr Ketten. Ja, das ist an sich schon mal nicht schlecht. Nice. Das könnte hier so dran geschweißt sein, ja. Toll ist, diese Kettenglieder hängen nicht so lasch runter. Die kann man, die kann man einfach kopieren und dranhängen wieder. Es ist natürlich leichter, wenn man sie übereinander setzt, weil wir da einfach mit der Y-Taste agieren können. Nein, das ist ja die Shift-Taste. So. Noch eins und dann müsste es ja auch passen. So, alles klar. Geil, der Leute, das ist doch mega gut.
muss ich das nur noch zu einem machen. Ich hoffe, das geht. Oh ja, klar. Ah ja, ja, klar. Ich habe es ja direkt der Gruppe hinzugefügt. Alles gut. Dann ist es Quatsch, dass ich das gerade markiere. Denn es ist ja schon eine Gruppe. So. Also einfach kopieren. Und ein Stück weiter höher. Nochmal anbringen. Vielleicht hier. Und vielleicht nochmal hier. Hat ein bisschen was von einem Boxring, ne? Ja, fertig. Das ist doch eine geile... Das ist doch eine super, super Barriere für die Hirsche. Fast. Müsste hier ein bisschen noch weiter rein. Diese Kettendinger. Ach, hier. Ich sehe schon. Das sind die Ketten, die ich nachträglich angebracht habe. Muss ich nochmal neu justieren. Aber das ist kein Problem. Ja. Denkste. Denkste. Ja, da müssen wir jetzt hier richtige Feinarbeit machen, Leute. Schade nur immer, dass der Pfeil im Weg ist, ne? Es ist nur schade, dass immer der Pfeil im Weg ist. Kann man die ausblenden? Wüsste ich gerne irgendwie. Weil man sieht ja gar nichts. Ah, wenn ich sie bewege. Wenn ich sie bewege, sind die Pfeile ausgeblendet. Der Pfeil, den ich Ah, okay. Nur der Pfeil, den ich benutze, den sehen wir. Verstehe. Hey. Ah, okay. Das ist es leider. Hier oben passt es aber, ne? Nur in der Mitte passt es irgendwie nisch. Aber ist ja kein Problem. Ich weiß, was ich mache. Einfachster Weg. Wir kopieren einfach diese obere Stange da nochmal. Und setzen sie runter. Ja, oben sieht das gleichmäßig aus. Krass. Kann aber auch sein, einfach nur, dass es nicht richtig ausgerichtet ist. Da ist es... Ah, ich verstehe. Jetzt weiß ich, die sind alle doch leider kacke. Oder nicht gerade. Naja, gut. Dann ziehen wir sie nochmal neu. Machen wir das Ganze nochmal. So. Ah, den grünen Pfeil, den ist leider im Weg. Um das genauer zu justieren. Schwierig. Also gut, nochmal ein Ticken auf grün zurück. Das war ein Ticken. Ein Ticken mehr vielleicht. So, das geht schon mal. Ja, jetzt muss das noch ein Stück weiter Richtung rot. Ja. Und auch nochmal ein Ticken hier rüber. So. Jetzt müsste es aber gleichmäßig sein. Jawohl! Stark, jetzt ist es auch gerade. Können wir also hier oben das Ding auch entfernen. Jetzt können wir das hier einmal vervielfältigen nochmal bitte. Nee, vervielfältigen. Und nochmal drüber ansetzen. Einmal hatten wir das hier auf der Mitte. Moment, das gucken wir jetzt mal von der Seite. So. So, so etwa, genau. Und nochmal hier rauf. Ja! Ich muss es, glaube ich, nochmal ein Stück nach vorne zubbeln. Nein, es ist gut! Es sieht richtig gut aus. Es sieht richtig, richtig... Ah, fast. Hier backt's raus, komischerweise da. Backt's raus. Aber das liegt an dem Pinöppel. Ja, ja, ja. Das liegt hier an dem Teil. Das liegt nicht an den Ketten. So. Ist gut, dass man das ja nur einmal bauen muss und dann vervielfältigen kann, ne? Sage ich immer wieder. Es ist gut, dass Blended Zoo solche tollen Spielmechaniken hat. Ah, wirklich, ich meine das jetzt ernst. Ah, sauber, geil, oder? Ist perfekt. Und auf die vier Ecken setzen wir noch diese Feuerkörbe drauf. Ziehen wir denn jetzt zuerst die Barriere oder machen wir erst damit einen Kranz? Ich glaube, wir machen zuerst die Barriere, ne? Nee, wir ziehen zuerst hier aus den Kranz. Ich hoffe, das geht jetzt mit der Vervielfältigung so. Wie ich mir das vorstelle. Es hat einen entscheidenden Haken gerade, mein Plan. Ich kann das jetzt natürlich zwar kopieren.
Aber hier zwischen fehlen dann natürlich die Ketten. Das heißt, ich muss diese Ketten nochmal einmal darüber schieben. Oh nein. Ah doch. Leider ja. Es ist jetzt eins. Es ist eins geworden. Das ist das, was ich immer vergesse, dass man ja zwei Teile irgendwie aneinander fügen muss. Das heißt, die... Na komm. Dieses Teil muss hier hin. So, einmal da rein. Da rein, hier rein, hier rein. So. Jetzt können wir in der Theorie, ja. Ja, ich mach's, ich möchte es gerade haben. Also, dass es wirklich aussieht, dass da so eine durchgezogene Kette ist, die über die verschiedenen, die durch diese Pfeiler da gezogen ist, sozusagen. Aber es ist kein Problem, ich muss das hier nur auf die gleiche Höhe bringen. Was machen wir denn hier als zweites heute? Weil für alle YouTuber ist es ja so, dass ich inzwischen drei Games streame, also nicht nur Planet Zoo, sondern auch noch LS22. Ich glaube, da machen wir morgen und für alle YouTuber heute einen sehr langen Stream. Und wir können gleich noch ein bisschen Minecraft machen, glaube ich. Hätte ich Bock zu. Wenn ihr das anders seht, lasst es mich bitte wissen. Oben, der ist gut, ne? Ja, der ist super. Alles klar. Jetzt können wir das Ding nämlich einfach kopieren, genau. Und hier so ansetzen. Ah, jetzt fehlt ja die Mauer, aber die Mauer krieg ich. Warte. Nee, ich mach's direkt richtig. Das habe ich natürlich jetzt auch wieder nicht bedacht. Dass wir dann diese Mauer auch noch weiterziehen müssen. Aber die Mauer... Moment, wenn ich es jetzt kopiere... Im Grunde genommen ist es richtig, ich muss die Mauer ein Stück reinschieben, dann passt es. Nein, das ist völlig egal, glaube ich. Gucken wir doch mal, wenn ich das jetzt kopiere, ob ich das hier irgendwie angebracht kriege. Ich muss ja im Grunde genommen die Mauer nur so weit hier reinschieben. Genau. Bis zu diesem Pfeiler. Hab aber jetzt schon die Befürchtung, dass es wieder nicht passt. Aber warum auch immer. Weil diese zwei Zaunpinöppel nicht auf derselben Höhe sind. Oh, irgendwas ist ja immer... Weil das auch schon wieder alles krumm und schief ist hier, also muss ich... ich will den Weg jetzt nicht abmontieren gerade. Ich weiß, was ich mache. Ich mache es auf dem für mich einfacheren Weg. Ich entferne diese Mauer und setze diese Mauerstücke nachträglich. Oder ich mache es ohne Raster, das geht natürlich auch. Wir werden sehen. Ich lasse mich jetzt einfach überraschen, wie ich es mache. Genau. So kann ich nämlich deutlich besser. Außerdem ist hier der Boden schief. Ach, das ist wieder nichts. Wir erinnern uns, ich hatte das ja zu Beginn alles planiert hier auf dieselbe Höhe gebracht. Aber das ist auch wieder in Vergessenheit geraten. Sieht das überhaupt aus? Das sieht überhaupt nicht aus, Leute. Och, wie schade das alles ist. Das sieht gut aus. Machen wir uns nichts vor, aber... Irgendwie... Ich weiß nicht. Ah, ich habe noch eine bessere Lösung. Ha! Ich will das jetzt einmal, ich möchte es bloß einmal in meinem Leben richtig schön komfortabel bauen können. Hat bei den anderen Sachen auch geklappt, weiß ich. Bei den anderen Barrieren, aber die waren nicht so aufwendig. Das gerade hier mit den Ketten ist ja immer ein bisschen schwieriger. Ich habe ja gerade festgestellt, dass man die leider auf dieser Ebene nicht richtig ausrichten kann, weil der grüne Pfeil immer im Weg ist. Den grünen Pfeil, der daran, deswegen ist das eine ziemlich aufwendige Angelegenheit, aber... Was ist schon perfekt in dieser Welt? Mein innerer Monk meckert auch gerade, aber... Ah, komm. Ich weiß, warum er meckert.
So, krass. Das sieht gut aus. Den oberen auch nochmal. Oh, jetzt aber. Und diesen Pfeiler hier mache ich jetzt weg. So. Und jetzt, Freunde, kommt der große Knallerversuch Nummer 2. Ah, wisst ihr, so geht das nämlich einfacher hier. Denkst du, man muss es halt nur ein bisschen ausrichten. Aber es ist doch die einfachere Variante, denke ich. Ich darf die Feuertöpfe am Ende nicht vergessen. Ich weiß nicht. Wenn ich es irgendwie auf die gleiche Höhe kriege, ist es gut. Ja. Und das habe ich jetzt schon mal 2 Teile auf die gleiche Höhe gekriegt. Das ist doch schon mal was. Ich muss hier nur... Ich mache den Weg nochmal weg. Ich mache hier den Weg einfach nochmal weg. Versuche das hier nochmal neu zu planieren. So, bis da. Einmal kurz starten. So, jetzt sind die Leute auch weg. Ich glaube, es ist besser, wenn ich das so auf diese Weise mache. Dann mache ich entweder unten gleich eine Kante vor und ein paar Pflanzen oder sowas. Oder ich senke das einfach alles ein bisschen in den Boden ab. Das wird sich zeigen. Aber geil, ne? Für ein Hirschgehege, Freunde. Nach Burg-Style finde ich das richtig geil gelungen. Ich werde sehen, dass wir jetzt nochmal 2-3 Mal Planet Zoo streamen, auf jeden Fall, Freunde. Ich brauche ein bisschen Planet Zoo auch. Zwischendurch mal. Denn Craft Together fängt ja ab dem 3. Dezember an. Und dann wird es ein Fulltime Minecraft werden. Solange die Ketten da nicht links und rechts rausbacken, ist ja alles okay. Ey, cool. So. Ja, nice. Guckt euch das an. Das ist entschuldigt. Ich muss halt sehr viel trinken, damit mein Hals gut wird. Ah. Damit ich hier auch weiter erzählen kann. Ich muss ja am Samstag eine Auktion leiten. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das mit der Stimme machen soll. Es ist so ärgerlich. Da freue ich mich schon seit Wochen drauf. Und jetzt sowas. Ist aber oft bei mir so. Aber ich habe da so meine Tricks. Das wird vermutlich funktionieren. Und dann kann es sein, dass ich ab Sonntag 2-3 Tage nicht streame, weil ich wirklich im Bett liegen muss, um das alles auszukurieren. Und stumm streamen kann ich ja nicht. Sonst würde ich streamen, aber nichts dabei sagen. Aber das ist ja auch Quatsch. Da ist ja der Sinn gar nicht gegeben. Der Sinn ist ja, dass ich ein bisschen was Unterhaltsames erzähle. Ja, geil. Ah, Leute. Stark. Und das heute mal ohne Probleme, ohne Meckerei. Ist euch das aufgefallen? Dass ich heute noch keinen Anfall gekriegt habe? Bin sehr stolz auf mich. Aber ich bin verschiedene Kompromisse mit mir eingegangen jetzt dieser Tage. Nachdem ich aber LS auch wieder mal Fehler entdeckt habe. Und mit diesen Kompromissen kann ich durchaus alle diese Games zocken, ohne ausfallen zu werden. muss mir hier selber helfen. Aber ich hab's geschafft. Was natürlich nicht heißt, dass ich mich bei Minecraft nicht mehr ärgere, wenn ich da meine Level verliere. Ne? Das ist ja mal davon abgesetzt. Das ist ja mal was ganz anderes.
knicken wir hier schon ein. Ich muss diesen Weg ja auch noch entfernen, ne? Ich habe diesen Weg einfach nur damals auch nur gesetzt, so. Um hier diese zwei Gehege miteinander zu verbinden. Aus keinem anderen Grund. So. Dann baue ich das hier gerade zu Ende und dann kann man den Weg ja nachträglich da wieder dran setzen. Gut. Oh ja, das ist sogar sehr gut. Oh, Leute, sieht das gut aus. Ich kann, haha, ich weiß, man soll sich nicht so viel selbst loben, aber mir gefällt es schon mal. Hier kommt jetzt so eine Ecke. Ah, das wird etwas kniffliger. Glaube ich. Wie passt denn das mit den Ketten? Passt! Es passt! Es ist cool, wenn ich das hier rausziehe, da steht zwar drauf, aber wenn ich das hier rausziehe, passt es ja. Wie cool. So. Muss mal gucken. Perfekt. Naja, ganz perfekt ist es gleich erst, aber die Kette hat eine schöne Länge. So. Jawohl, keine Lücken. Das ist immer wichtig, dass keine Lücken da sind. Wie viele Segmente sind das? Wir machen es quadratisch. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wenn es passt, machen wir es quadratisch. Sonst machen wir vielleicht doch nur 9. Aber vielleicht passen ja 10. Was viel 10. Sieht ein bisschen aus wie ein Boxring. Ne? Habe ich schon mal gesagt gerade, glaube ich. Wenn wir diese zwei Seiten haben, dann können wir auch die kompletten Seiten kopieren und umsetzen. Ich muss jetzt nur einmal diese Ecke einmal bauen. Obwohl, wartet. Ehrlich gesagt, kann ich auch das Ding einfach querstellen. Ja, natürlich. Da muss ich doch gar nicht großartig jetzt noch rumexperimentieren. Oder ist es das, dass ich das nicht kopieren kann? Ach, das ist wieder das, dass ich das nicht kopieren kann. Warum nicht? Warum nicht? Sei es drum. Na komm. Na, machen wir es. So. Dann können wir es halt nicht kopieren, Leute. Tut mir leid. Dann müssten wir es individuell gestalten. Ja, es ist schade. Ich habe die Hand auch nicht so ruhig heute, dass ich das zap, zap, zap aneinander gesetzt kriege. Und hört mir bloß mit dem Raster auf. Das machen wir natürlich auf gar keinen Fall. Funktioniert auch, glaube ich, gar nicht mit so einem großen Teil. Nee, sonst wird es mir anzeigen die ganze Zeit. So. Und den hier. Die sind aber nicht hundertprozentig identisch, die Teile. Also, mal einen Millimeter weiter vorne, mal einen Millimeter weiter hinten. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4 Teile. Ah, ich sehe schon, das kommen wir gar nicht auf 10. Okay. Das Teil 5. Und Teil 6. Und Teil 7. 7. Ja, dann ist 7 die jeweilige Zahl. Auf der Seite und auf der gegenüberliegenden Seite. So. Wollen wir mal prüfen, aber irgendwie trifft das, ne? Ah, wenn da so kleine Versatze drin sind. Stört das nicht, weil Ketten können ja auch durchhängen und so. Ja, opala. Nein, großartig stört mich das nicht. Aber eins müsste ich jetzt gleich mal machen. Wenn ich das jetzt hier um die Ecke gebaut habe. Ja, als nächstes gehen wir um die Ecke. So. So.
Lassen wir die Hirsche gleich boxen, oder? Gegeneinander, wenn das hier schon aussieht wie ein Boxring. Die Ketten stimmen immer noch nicht 100%, sehe ich gerade, aber das lassen wir jetzt gut sein. Sonst muss ich das jetzt überall korrigieren. Also, lassen wir es gut sein. Jetzt könnten wir das Ganze hier einmal darüber an diesen Weg ransetzen. Das machen wir gleich, wenn die Seite fertig ist. Dann muss ich diesen Weg hier nicht doppeln, sondern kann das dann an diesen Weg ransetzen und dann den anderen Weg dementsprechend angepasst drumherum ziehen. Natürlich blöd, während wir das hier bauen, können die Flughunde nicht weiter erforscht werden. Ich würde so gerne das Flughund-Vivarium mal komplett ausgebaut sehen, aber dann müssen wir gleich noch ein bisschen Zeit hier dranhängen. Dann kriegen wir das auch hin. Bin ich von überzeugt. So, wie sieht's aus? Ja, solange es gerade aussieht, als wenn es gerade in den Reiler-Pfeil geht, nein, in den Pfeiler reingeht. Übrigens, wusstet ihr, dass Reliefpfeiler ein Palindrom ist? Jetzt wisst ihr es. Reliefpfeiler. Kann man vorwärts wie rückwärts lesen. Oh. Ah, es ist immer dieser Versatz hier. Bei diesem Glied hier. Und bei dem oberen auch. Bei dem unteren ist eigentlich alles Tudi, ne? Ja. Egal, Karl. Das ändere ich jetzt nicht mehr. Das kann ich mal, wenn ich richtig Langeweile habe, als Fleißaufgabe lösen. Mal ändern. So. Ja, schade. Dachte, ich hätte es hingekriegt. So. Gar nicht so schlecht. Sieht gut aus. Machen wir doch direkt weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kommt jetzt schon 7. Acht. So, alles macht für Hirsche, ne? Acht. Komm. So, 8. 9 und 10 noch, Freunde. Aber es ist gleichmäßig. Klar, es ist gleichmäßig. Ich habe es ja quadratisch gesetzt. Das kann ja gar nicht. Da kann es ja nur um Millimeter gehen. Na? Nein, das passt sogar ziemlich präzise. Letzten Moment noch mal verrissen, leider. So. Na, geht das? Geht schon. Okay. Es wäre so schade, dass ich jetzt nicht die Rückwand kopieren kann, einfach und nach vorne setzen kann. Aber das geht. Aus irgendeinem Grund kann ich nicht mehrere Objekte gleichzeitig kopieren. Ich kann die auch alle jetzt nicht zu einer Baugruppe zusammenfügen, leider. Geht halt nicht. Da müsst du durch. Freunde, da müssen wir durch. Aber da ich heute äußerst geschickt bin, ist das gar nicht so schlimm. Ja. Dürfen die Flammen, diese Flammentöpfe auf den Enden da gleich nicht vergessen.
wenn wir das Ding ausgerichtet haben, final. Weil ich vielleicht in die Mitte nochmal einen, wenn es eine ungerade Zahl ist, ja, das geht auch. So. Ach, schade, ich verreiß das immer. So zitter heute. Bin mal gespannt, wie das hier nachher zusammenpasst am Ende. Weil es ist ja doch immer eine Abweichung von ein paar Millimetern. Nicht viel, aber also mit dem bloßen Auge kaum erkennbar. Diese Abweichungen. Aber am Ende könnte das schon ein ganzes, nicht ein ganzes Segment, aber da könnte das schon optisch was ausmachen. Den wollte ich nicht nehmen. Und den roten nehmen. So. Geile Sache. Okay. Und nochmal zwei. Das ist es. Guckt. Das. Ah, nee, es passt. Es passt. Sehr schön. Richte das kurz aus. Es passt. Also mit Ausrichtung passt es. Leute, das ist der Hammer. Wenn es dann noch passt, ohne dass ich das Teil eindrehen muss, dann ist das mal richtig gut. Ich habe nur gerade eine ganz bösartige Vermutung. Aber dafür hätte ich einen Plan B, dass ich das ganze Ding gleich im Gesamten nicht bewegen kann. Das ist meine Befürchtung, die ich jetzt gerade habe. Ich hoffe, ich irre mich. Aber wenn ich mich nicht irre, mache ich hinten den Weg am Waschbärengehege auch weg und dann einfach nochmal breiter. Weil der ist erst 7 Meter breit und man kann ja, glaube ich, 8 oder 9 Meter sogar so einen Weg machen. Da hätte ich schon Plan B parat. Wenn ich dieses Gehege jetzt nicht im Gesamten bewegen kann. Aber, guckt euch an. So. Was ist denn mit der Höhe los, Leute? Warum ist das denn in der Höhe nicht gleich? Kann mir das einer erklären? Ich habe doch immer dieselbe Höhe angewendet. Das ist aber jetzt echt komisch. Da machen wir an der Ecke. Was machen wir denn? Ach. Selbst ist der Mensch. Ah, Moment. Ah, Moment. Dann kommt hier der Eingang hin. Für die Pfleger. Ah, shit. Den wollte ich eigentlich da hinten machen, ne? Ich weiß, was ich mache. Ha! Bin ja nicht blöd. Ich bin nicht blöd. Das Game ist manchmal blöd, aber ich bin nicht blöd. So. Kann ich das so bewegen? Ja, bewegen kann ich das. Das ist schon mal gut. Warum ist die Höhe unterschiedlich, Leute? Kann mir das einer erklären? Ich habe es überall auf die gleiche Höhe gesetzt. Aber ich kann es schon mal im Gesamten bewegen. Das ist schon mal eine Menge wert. Kann ich es denn auch im Gesamten drehen? Ja, kann ich auch. Das ist gut. Dann. Oh Gott, ich habe Angst, dass hier. Ah, guck mal, sogar in der korrekten Achse. So. So, dann haben wir das schon mal in der korrekten. Dann haben wir schon mal den Eingang da hinten, wo ich ihn hinhaben wollte, weil da hinten ist ja der Pflegerbereich. Und jetzt. Setzen wir das nochmal ein Stück weiter nach hinten. Hier, das Weg machen wir noch weg. So, warte. Okay. Hier ist irgendwas mit dem Weg auch noch nicht korrekt, sehe ich gerade. Hier ist es wohl die Wegbreite, die nicht stimmt. Ach ja, ich weiß, ich habe es kleiner gestellt. 7 Meter ist das, ne? Ne, 6 Meter. 5 Meter sogar nur, glaube ich. Jawohl. Lass das jetzt so. Bis ich das jetzt der KI erklärt habe, wie ich es wirklich gerne hätte, ist schon Wochenende.
Oh, Leute. Solange das jetzt hier korrekt angeschlossen ist, alles. Jawohl, alles angeschlossen. Wir sehen es nicht. Zum Glück sehen wir es nicht. Es würde mir den Verstand rauben, wenn wir es sehen, aber... Und hier ist jetzt die Stelle, so, wo ich gerne den Eingang zum Hirschgehege hätte. Und den habe ich doch gerade gedreht. Ach, ich habe es rückgängig gemacht. Okay, ist ja kein Problem. Wir können das alles ja nochmal machen. Ja, ich habe es nicht bestätigt. Mein großer Fehler, ich weiß. Aber wir dürfen die Feuerkörbe nicht vergessen. Das muss ich nochmal sagen. Weil die Feuerkörbe halte ich für essentiell. So. Also. Einmal drehen. Jupp, jupp, jupp. Komm, nochmal ein Jupp. Noch ein Jupp, noch ein Jupp. So, Jupp zurück. Und hier hinten hinschieben. So. Hahaha. Ah, schade. Ah, nee, Quatsch. Den Weg habe ich weggemacht. Ich dachte gerade. Wieder so viel Platz da verloren. Guckt euch an, wie schief das alles immer mit den Wegen ist, ey. So. Krass, oder? Hier. Mach den nochmal neu, ne? Ich glaube, ich mach das alles dann nochmal neu mit dem Weg. Jeden Pass ist prima. Da kommt gleich noch die Tür rein mit diesem Türsteinteil auch. Und dann setze ich das Ganze jetzt einfach nochmal ein bisschen hier in die Erde rein, dass es nirgendwo in der Luft schwebt. Und schon haben wir unser Hirschgehege, Freunde. Hammer. War hier auch gerade ein Weg? Nee, aber ich weiß wieder. Gehen eigentlich die Besucher aus dem Zoo raus, wenn ich den Weg entferne? Oder werden die nur woanders hin platziert? Werden die rausgerechnet? Was passiert mit... Da hinten ist mir egal. Was passiert mit den Besuchern, wenn ich sie so entferne? Okay, der ist 5, dann machen wir den mal 6 Meter breit. Genau. Dann müsste es eigentlich genau dazwischen passen. Auch, dass ich da diesen Grünstreifen noch habe. So. Grünstreifen gehört ja auch irgendwie dazu. Ah. So. Ja, Leute, guckt euch das an, wie gut. Hier vorne, das muss ich jetzt leider ignorieren. Das geht nicht besser mit der Kurve. Aber an sich, prima, ne? Muss ich das noch besser reparieren? Einmal hier rüber. Da habe ich mir gedacht, den Teil, Leute, das können wir hier alles als Mitarbeiterweg verkaufen, ne? Ja, ja, ist schon besser. Dann latschen wir die Leute da hinten nicht rein. Okay, das Türteil... Das Türteil versuche ich hier mal ohne Baugruppe und Raster irgendwie geschickt mit zu verbauen. Ah, mir fällt gerade was auf. Mir fällt gerade was auf. Die Mauern haben die falsche Farbe. Aber es ist nicht schlimm. Ich lasse das jetzt in der Farbe. Aber sie haben nicht dieselbe Farbe wie die Außenmauer. Aber es ist jetzt nicht so schlimm. Dann muss ich halt nur das richtige Türteil einsetzen. In der korrekten Farbe. Das habe ich jetzt vergessen, das umzufärben. Aber okay. Bisschen hoch, ne? Bisschen hoch und ein bisschen doof zu bauen gerade. Oder den mal? Nee. Dann machen wir es richtig. Ah, das hat keine Zukunft. Nee, das geht leider nicht. Okay, dann gucke ich mir was anderes gleich an. Setzen wir erstmal die Tür. Machen wir eine schicke Holztür rein. Es geht gar nicht ohne Barriere. Oh, doch, es geht ohne Barriere.
Hier mit dem Holz ist doch gut, oder? Das Holz hier. Das ist doch ein Ticken höher hier. Muss es eh höher ziehen. Geht doch, ne? Mit dem Holz. Ist doch geil. Gut. Dann hätten wir das Problem schon mal nicht. Ja. Verbunden ist es auch. Ah, es ist ein bisschen wackelig hier. Ah, ich weiß nicht. Dann mache ich da noch was anderes vor. Ich mache da gleich nochmal das zweite Holz. Holzverkleidung vor. Das ist kein Problem. So. Ich muss da gleich eh nochmal an diesen Stäben zubbeln. damit die Hirsche im Gehege bleiben. Ihr wisst, was ich meine. Generell kann ich es auch ein bisschen länger machen, ja. Geil, Freunde. Ich freue mich drauf auf das fertige Ergebnis. 6, jawohl. Bin mal gespannt, wie groß es ist, aber das wird schon über 1000 haben, nehme ich an, ne? Das scheint jetzt nicht sonderlich klein geworden zu sein. Geht. Stark. Also, wenn ich jetzt diese... Kann ich das hier nach außen ziehen, ohne dass es rot wird? Leider, nein, leider gar nicht. Doch, so geht das noch. Aber ganz so in die Ketten rein geht auch. Ah! Das ist gut. Das ist gut. Jetzt haben wir die Ketten, gehen nämlich jetzt... Na, nicht ganz. Ah, doch. Na, müh. Ich versuch's nochmal. Ein Millimeterchen. Nee, ich sag mir das hier gerade irgendwie. Dann lasse ich so und setze dann noch eine zweite Holzwand vor. Irgendwie gleich. Muss ich mal gucken oder irgendwas, das wirst du nicht sehen. Ansonsten ist es doch gar nicht schlecht geworden. Nee, komm, mach ich dich jetzt. Hat so gut geklappt jetzt mit dir die ganze Zeit. Liebes Barriere und liebes Wegtool. Auch ein ganz großes Lob heute mal an das Wegtool. Was mich auch noch nicht geärgert hat. So. Hier sind wir überall draußen. Ja, nice. Das ist es. Und hier mit dieser kleinen, geilen Holztür, das ist doch mega gut. Rothirsch. Heißt das Tier. Und, wie groß ist das Gehege? 968, ja, okay. Das hätte ich jetzt echt größer eingeschätzt. Das hätte ich jetzt tatsächlich größer eingeschätzt. Aber wir hatten das ja gerade mehrfach da extrapoliert und so und haben festgestellt... Muss das leider noch einen Ticken tiefer machen. Und haben festgestellt, dass da auch, weiß ich nicht, 5, 6 Tiere leben können. Und so aufwendig machen wir es jetzt nicht. Also ich baue da jetzt kein großes, keine großen Gebirge rein. Das hat ein großes Felsdingen da irgendwo stehen, um ein bisschen Fels zu haben, sonst gibt es ja nur einzelne Steinchen. Das wird mehr so ein Waldgehege, ähnlich wie das Hirschgehege, ähnlich wie das Hirschgehege im Auenland. Ich habe aber gerade eine Befürchtung. Ich weiß es noch nicht, Leute. Irgendwas, also ich muss das nochmal erklären. Wenn ich hier dran ziehe, werden mir die Höhen nicht mehr angezeigt. Ich weiß nicht, was ich ausgeschaltet habe. Höhenausrichtung vielleicht? Habe ich das... Nee, auch nicht. Aus irgendeinem Grund werden mir hier die Höhen nicht mehr angezeigt von dem Ding. Vielleicht deswegen wegen Höhenmarkierung aus. Deswegen. Wegen Höhenmarkierung aus. Alles klar, 2,55 reicht. 1,50 Meter hatten wir festgestellt. Muss es nur sein. Weiß gar nicht, wann ich das mal abgeschaltet habe. Und vor allen Dingen, warum? Okay. Um. 7 Meter Weg. Ach, ich weiß nicht. Ist ja so ein kleiner Hubbel, Doofhubbel da entstanden. Da baue ich irgendwas rein.
Oh, wisst ihr, was wir auch noch nicht haben? Das machen wir beim nächsten Mal erst. Ein Design für die Infomonitore. Wir haben noch gar keine Infomonitore. Ja, Leute, schade. Stimmt hier die Länge wieder nicht? Die Länge ist schon nur bei einem Meter. Also die Länge steht bei 1. Ich zweifle, dass es ein Meter ist. Das heißt, ich muss hier in die Ecke wieder irgendwas bauen. Das ist auch lästig. Ja, kann da irgendwie eine Infobude oder sowas schon hin, ne? Das ist nicht das Riesenproblem. Ist halt nur lästig, dass ich ständig irgendwo was improvisieren muss. Weil das Zeug hier halt funktioniert wie Karfreitag. Auch das hier. Einmal um die Ecke. Ja, das klappt. Okay. Ich hatte am Anfang immer mit kleinen Wegen hier gearbeitet. Fand ich besser, finde ich jetzt gar nicht mehr so gut. Die Idee mit den kleinen Wegen. Na, jetzt geht das hier, das müssen wir überpflanzen, okay? Nee. Ah. Dann liegt das Geheimnis im Innern des Geheges. Dann müssen wir im Innern des Geheges irgendwas machen, dass wir da mit dem Weg zu Rande kommen. Genau, ich könnte das hier noch so machen. Nee, das geht überhaupt nicht. So geht das. Geil. Ich finde hier eine auf die andere bessere Lösung als sonst. Weißt du, was heute los ist? Ist noch nicht perfekt, aber ich glaube, so wie ich es gesehen habe, kann man es etwas genauer ausrichten noch. Ja, schon geht der Weg da am Gehege vorbei. Umso besser. Hier diese kleine, lasse ich das hier drin, diese Kehre. Die Kehre, ja, lasse ich drin. Die ist gut. Und dann braucht es hier noch, hier kommt eh noch der Mittelaltermarkt hin. Und dann können wir hier das miteinander verbinden. Ach, aber nicht gerade. Ich möchte einmal gerade einen Weg haben, dankeschön. Hier kann ich mit der Schräge leben. So. Und dann habe ich hier auch automatisch meine Verbindung schon zu diesem Weg. Ist doch mega gut. Hier kommt noch so ein kleiner Kasten vor. Alles ist klar. Ass ist klar. Alles klar, wollte ich sagen. Gut, kommen wir uns ins Gehege. I'm very happy. Was die Hirsche wohl brauchen, ich hoffe, die brauchen nicht so viel Grünzeug. Ah, sonst muss ich das tupfen. Das kennen wir ja schon. Meine Tupftechnik, die kennen wir bereits. Hier hinten lasse ich das mal. Hier hinten kommt das, da kommt so ein klassisches Häuschen hin. Die werden mir ja, ist das zu hoch schon alles hier? Das ist schon arg hoch. Die werden ja in so einem ganz normalen Holzhäuschen schlafen können, denke ich mal. So ist das okay, ne? Ja, mehr hobliger machen wir das gar nicht für Hirsche, ne? Hirsche sind ja immer eher so in ebenen Landen, sage ich mal. Dann gucke ich mal gerade, was man hier zum Thema Rothirsch so findet. Amerikanischer Biber? Das ist es wohl nicht. Rothirsch. Rotfuchs, Rothirsch, Rothund. Nein, es gibt keine Häuser. Frage mich warum. Also, jetzt mal ohne Scheiß, wenn man so durch einen Waldpark läuft, ich weiß, jede größere Stadt hat ja einen Waldpark oder jede kleinere Stadt hat sogar schon einen Waldpark. Dann sieht man da doch überall diese kleinen Holzhütten, wo die Hirsche drin schlafen. Stell den trotzdem eine hin. Können mich mal. Keine Holzhütte.
Und zwar stelle ich denen diese hier hin. Genau, mit diesem Dach. Ah, ist natürlich die Frage, kommen die da rein, ne? Ach, eigentlich müssten, ne? Das sind doch 2 Meter. Ich guck mal, ob die da reinkommen. Ich hoffe. Gehen wir mal einfach davon aus, dass die da reinkommen. Oder, um auf Nummer sicher zu gehen, mache ich was anderes. Ich mache das höher. So hoch, ja. Entferne den Boden und mache die Außenpinöppel länger. Wisst ihr, was wir vergessen haben, Freunde? Wir haben die Feuerkörbe nicht von außen aufs Gehege gesetzt. Denke damit, wenn es nicht reicht, machen wir es halt noch höher. Es gehört ja zur Baugruppe jetzt dazu. Das heißt, ich krieg's vielleicht in einem hochgeschoben, wenn es sein muss. Wir haben ja noch ein bisschen Zeug, ein bisschen von dem Stamm, was in den Boden reinragt. Wird schon klappen. So. Das war's mit dem Stamm. Es ist doch eine schöne Höhe. Das reicht doch für die Hirsche. Das reicht doch locker. Jetzt können wir sie nochmal hier arten. Und vielleicht brauchen die auch nur Stroh, aber dann ist die Hütte nicht zu viel. Aber irgendwie muss da irgendwas muss da hin, damit die da runterkommen. So. Rotfuchs hatten wir schon, Rothirsch. Ja, Stroh sollte ja möglich sein. Genau. Die Frage ist, ob ich hier nicht noch eine Holzrückwand baue. Ich glaube, das mache ich sogar. Ich mache hier einfach eine Holzrückwand rein, statt diesem. Weil hier hinten eh keiner langläuft, ne? Guck ich mal, vielleicht mache ich da hinten noch irgendwie einen Versorgungsweg oder so. Ich bin noch nicht ganz fertig damit. ein bisschen Wasser vielleicht hier rein? Ja, so ein kleines Flüsschen, ja, so ein kleiner See, das ist okay. Ein kleiner See, das ist okay. Ah, sehr lustig. Und große Question, was brauchen die überhaupt für Biome? Aber wahrscheinlich Taiga gemäßigt, genau. Und aus irgendeinem Grund auch Graslandschaft. Nehmen wir denn da den Taiga-Felsen oder den gemäßigten Felsen? Ich glaube, den gemäßigten, ne? Der hat noch so ein bisschen diese Bemoosung. Ja, das ist geil. So. Wie gesagt, viel Fels wird hier nicht reingebaut. So, nur mal so 2, 3. Mir fehlen noch so kleine Steinchen, habe ich irgendwie den Eindruck. Also kann ich schwer erklären, was ich damit meine. Das hier sozusagen in noch kleiner und das ist ja schon der halbe Felsen versenkt. Weil so größere Felsen liegen hier natürlich mal rum. Aber so kleine Mini-Ansammlungen von Steinchen, die fehlen mir irgendwie. Ich meine, hier ist ja, wie viel, das sind ja, es ist ja 80% von den Felsen, die ich hier reinsetze, sind ja unterirdisch, ne? So. Aber hier gibt es so ein kleines Steh drauf. Stell dich drauf. Kein Stell dich ein, sondern ein kleines Stell dich drauf. Ja. Einfach hier an dem See. Ah, na? Krieg ich das noch cool dahin? Nee, leider nein. Könnt's hier mit dem einmal verbinden, ne? Dann hätten wir da so eine. Sieht aus, als hätte der Felsen eine Nase. Sehr gut. Das gefällt mir. Okay, cool. Mehr Felsen will ich da schon gar nicht reinmachen. Laubbäume. Wir nehmen jetzt Laubbäume und dann. Wir müssen erst die Feuerkörbe draufsetzen. Übrigens, diese Idee mit den Feuerkörben. Ich glaube, das werden noch die Laternen. Deswegen lasse ich das Ding da mal stehen und guck mal, wo Feuerkorb hier ist. Irgendwo muss hier doch der Feuerkorb sein. Ich habe ihn doch schon mal gefunden. Da ist er. Was haben wir denn? Nur noch 10.000. Ich muss hier ein bisschen aufs Geld achten. So. Ja,
Aber diese Idee hatten sicher auch schon andere vor mir. Da bin ich jetzt nicht der Einzige, der das macht. Aber es gefällt mir, ist gut gemacht. Wahrscheinlich hatte schon jeder diese Idee vor mir und ich bin nur so begeistert darüber, weil sie mir jetzt gerade eingefallen ist. Nein, ah! Gerade? Jawohl, ja. Guck mal gerade, wirklich auf alle vier Ecken. Da machen wir hier noch den anderen hin. Genau. So. Zappelig. Bisschen zappelig heute. Der Taris. So. Ja, das ist gut. Dann belassen wir es aber auch bei den vier Ecken. Haben gar nicht nach Tieren geguckt jetzt, ne? Das finde ich, dass wir gleich nicht keine guten Tiere haben. Jetzt muss das wieder warten. So. Okay. Was ist... Ah, oh, diese Fizzles-Aufgabe, aber... Sieht ja am Ende gut aus, ne? Es lohnt sich ja. Es lohnt sich ja. Dann machen wir es hier auch auf den vorletzten. Und nicht hinten auf den letzten. Wie vorne, wie an der, am Tor. So. Sowas müsste eigentlich auch auf ein Panthergehege eigentlich, ne? Viel Stahl, viel Eisen, viel Feuer. Irgendwann baue ich mal aus diesem ganzen Zeug nochmal ein Gehege für schwarze Jaguare, Leute. Ich glaube, das ist nice, ja. So wie ich damals schon... 1, 2, 1, 2, 1, 2, ja, nee, leider. Wie ich damals schon so ein Gehege für... Also so ein Tempel für die schwarzen Jaguare gebaut habe, das passt auch ganz gut. Dieses Burgthema mit dem ganzen Feuer und so. Okay. Gehört jetzt nicht wirklich zum Gehege, aber können hier schon mal ein bisschen was hinsetzen. Die Buden, die hier hinkommen, die werden nämlich von diesem Platz hier aus bespielbar sein. Oder besuchbar sein, nicht von hier hinten aus. Kommt irgendwie nur nach Natur hin. Aber das werden wir sehen, wenn wir soweit sind. Wir wollten Laubbäume hier reinpflanzen. Aus, ich guck einfach mal, kann man Eigenschaft, kann man Laub machen? Laub und ich lasse einfach Tiger raus, aus dem Filter. Weil ich glaube, die Tiger, die ganzen Nadelbäume sind alle bei Tiger drin. Dann machen wir hier nur mal gemäßigt. Und jetzt müssten hier zahlreiche, ja, Laubbäume sein, die Platane zum Beispiel. Die ist doch schon mal nice. So, ist das auch noch alles Platane? Ist auch noch alles Platane. Ja, das ist doch gut. Ist das auch noch, das ist die Aleppo-Kiefer. Der Aleppo-Kiefer, Kiefer ist ja ein Nadelbaum. Keine Nadelbäume, hatte ich gesagt. Ist mal was, ist, mal nicht, ist, ist nichts anderes mal, aber... ich habe immer so viele Nadelbäume gerade da hinten reingesetzt. Das heißt, hier können wir jetzt auch mal wieder, und hier ist so ein Gemisch drin, genau, hier können wir also auch mal wieder ein bisschen mit Laubbäumen arbeiten. Ich werde das hier schon mal ein bisschen abtupfen. Die mit Sicherheit Grünzeug brauchen, so. Muss ich mal ein bisschen so thematisieren schon, das ist gut. Dann haben wir, was haben wir noch für schicke Bäume? So eine Palme, passt natürlich überhaupt nicht da rein. Ein Bergahorn ist auch nicht schlecht. Ja. Der kann hier an die Seite, weil hier besteht natürlich nicht die Gefahr,
dass die Hirsche über die Bäume nach draußen klettern, so wie die Waschbären. So. Oh ja. Ist gut gemacht. Darf allerdings auch nicht zu viel jetzt pflanzen, sonst kann es passieren. Sonst kann es passieren, dass das Gehege am Ende zu klein ist. Haben wir sonst noch Bäume? Der Fadenholzeukalypt, der ist auch schön, ne? Aber zu groß jetzt, zu mächtig. Oh, eine Eiche, die ist auch zu mächtig. Hier in der Ecke fehlt noch irgendwas, aber halt die Eiche will ich da nicht hin. Feige? Feige ist auch nicht gut. So eine Mini-Buche, weil hier muss ja auch noch Platz sein, dass die Pfleger durchkommen. Ach ja, guck, warum nicht? So eine Mini-Buche passt doch prima da rein. Die können wir auch hier nochmal setzen. Ist auch gut beim Gewitter. Buchen sollst du suchen, Eichen sollst du weichen. Übrigens, dieser Spruch ist völliger Quatsch. Es ist völlig egal, unter welchen Baum man sich stellt, ne? Bei einem Gewitter. Es ist völlig egal. Aber anders hätte es sich wahrscheinlich nie gereimt. Lass ich noch mal eine Drosselbeere pflanzen in meinem Leben. Aber hier finde ich das jetzt nicht falsch. Also, die Eichen, das hatte ich schon thematisiert. Fächer Ahorn, der wäre ein bisschen zu... Noch eine gemeine Esche. Ja, ist gut. Ist okay. Und hier vorne vielleicht noch mal eine kleine Esche. Ja, warum nicht? Das ist okay, nur so ein kleines Wäldchen. Finde, das ist nicht schlecht aus. Ah, das sieht sogar gut aus. Dann schauen wir mal, was wir hier noch so an. Was ist das denn hier? Der Geisterpilz. Der passt hier nicht rein, aber den können wir vielleicht hinten noch bei den Rotfüchsen. Nein, den machen wir bei den Stinktieren rein. Pilze stinken ja auch manchmal. Skunkgehege machen wir nächste Mal. Dann hätten wir das nämlich auch abgehakt. Ah, ich wollte schon sagen, irgendwo muss auch hier eine Brennnessel sein. So ganz ohne Brennnessel geht es natürlich nicht. Diese Alpenjohannisbeere, die ist wieder zu aggressiv. Die ist nicht fein genug gearbeitet, wie ich finde. Wo ich nicht weiß, ob die wirklich so krausig wächst oder ob die einfach nur so, sag ich mal, ein erster Entwurf war, der nie verändert wurde. Ich musste gleich, ich google das gleich mal nach dem Stream, Alpenjohannisbeere, und gucke, ob die wirklich so aussieht im Real Life. Das würde mich brennend interessieren. So. Hier kann auch bei den Hirschen kann auch so ein Grünzeug mal zwischendurch, also so was Farbiges rein. Grünzeug meine ich nicht. Wie zum Beispiel eben. Die blaue Fächerblume. So. Fahren. Ich gebe das jetzt frei. Ich gebe das jetzt frei. Ah! Ich gebe es nicht frei. Ich habe da noch immer Gem drin gehabt. Oh. Deswegen ist vielleicht der Fahren nicht angezeigt worden. Hier auch die Goldrute und so. Ja, ja. Es ist nicht besonders viel mehr geworden, ne, jetzt. Aber Graslandschaft stimmt auch gar nicht. Gemäßigt wollte ich doch haben. Ah, aber der Pfad ist auch nicht beim Gemäßigten dabei. Nein, doch, der Frauenfahren. Ah, sehr gut. Dann ist doch alles prima. Wenn wir jetzt doch Fahren haben, will ich gar nichts sagen. Dann Fahren. Dann gibt es jetzt auch Fahnen. Die Moosglöckchen, ja, die finde ich immer so ein bisschen zu mächtig. Aber hier passen die doch. Hier passen die ganz gut. Vielleicht auch hier mal mitten auf die Wiese einfach so ein bisschen. Na, wo es gerade ist. Hier vielleicht. Ja, ist nirgendwo. Hier ist es nirgendwo gerade.
die Hirsche schon mit ihren Hufen das Gelände hier bepflügt, beackert. Deswegen die Kapuzenherzblume, da erwarten wir nicht, dass die gerade ist. Bei dem Stroh hier erwarten wir auch, dass es nicht schwebt. Ja, genau so. Auf gar keinen. Die Außengestaltung, damit fangen wir dann den nächsten Planet Zoo Stream an. Der wird übrigens wahrscheinlich erst am Freitag sein. Morgen ist nämlich Aufzeichnung von Braincraft. Und da werde ich viel mit der Vorbereitung von Braincraft zu tun haben. Und es wird dann nur für einen LS22-Stream wahrscheinlich reichen morgen. Donnerstag für alle YouTuber. Ich rede bei morgen von Donnerstag. Also von heute für euch. Geht auch, ne? Die Kapuzenherzblume da in die blaue Fächer rein. Hab ich auch noch nie probiert. Geht auch. Sieht auch von Weitem noch gut aus. Ja, sieht richtig gut aus. Cool. Gut. Ich brauche noch Grünzeug. Auch wenn es das hier jetzt... Moment! So kleine Blümchen auch hier, ne? Ja, ja. Die haben zwar dieses Gras noch dazwischen mit drin. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu inflationär wird. Aber hier so ein großes Patch mal reingesetzt, ne? Das ist okay. Wenn es nicht flächendeckend ist, dann wächst hier ein bisschen. Ist doch nice. Bisschen mehr zusammen. Ist doch gut. Hervorragend. Was haben wir noch? Den Aaronsstab. Das kenne ich nur in einem anderen Zusammenhang. Alpenjohannisbeere immer noch nicht. Brombeere passt auch gut hier hin. Ja, hier vielleicht. Nee, die nicht. Brombeere, was hätten wir hier noch Schönes? Papyrus, echt, bei gemäßigt. Aber es ist Afrika. Ich habe jetzt den Kontinent nicht eingegrenzt. Aber mir kommt noch so ein Stecken da auf die Ecke. Ein Stecken in die Ecken. So. Okay. Schön das Fuchskraut. Das ist neu. Also seit dem Twilight Pack. Ich weiß nicht, ob da noch von neu reden kann. Aber es ist neu. In vielen Farben. Aber setzen wir noch ein blaues hin oder was wir noch am Pink? Ist auch gut. Und hier hinten kann noch eine Farbe hin. Aber jetzt habe ich noch alle Farben. Pink gibt es zweimal. Aber da gibt es halt noch hier nochmal einen pinken. So. Dann setze ich. Ah, Moment, ich guck mal, was wir noch haben. Der Geistergummibaum, den lassen wir natürlich raus aus der ganzen Geschichte. So. Kommt das hier hin? Okay, meine Stimme versagt wieder. Deswegen werde ich das Ganze hier auch nur dieses Gehege jetzt gleich bauen und dann hier ist noch der gezähnte Schneeball, den lasse ich raus. Sonnenblümchen ist auch mal schick. Können wir auch mal ein Gehege mit Sonnenblümchen bauen, aber ich wüsste jetzt gerade nicht, zu welchem Tier Sonnenblumen passen. Wisst ihr das? Sagt mir das mal, wenn ihr eine Idee habt, zu welchem Tier könnten Sonnenblumen passen. Und wenn ihr bei YouTube guckt, schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare, zu welchem Tier Sonnenblumen passen könnten. Okay, cool. Setzen wir noch die Hortensie nehmen. Übrigens, die Dame, wo ich immer sage, mit der Frisur, die aussieht wie so Hortensie, habe ich am Wochenende getroffen. Hat sie wieder eine Hortensienfrisur gehabt. Grüße gehen raus, wenn du gerade zuguckst. Kann nämlich auch sein, dass sie gerade zuguckt. Ich habe ihr das natürlich gesagt. Ist ja sehr fies, wenn ich immer erzähle, sie hat eine Frisur wie eine Hortensie, aber... Was ist denn das? Die Korea-Kiefer. Das habe ich jetzt auch noch nie gepflanzt.
sieht es denn so alles in allem aus? Oh, schon ein bisschen leicht balanced. Leicht unbalanced doch, ne? Nicht balanced, leicht unbalanced. Ach nee. Ich würde sagen, wir verteilen die üblichen Verdächtigen. Und dann kaufen wir uns einfach mal ein paar schicke Tiere dazu. Ach, guck hier, die kriegen die große Fräse. Fräse. Die große Fräse hierhin. Hier, das große Futterding. Ja, dann können die Leute das hier von der Straße aus begutachten. Wie sieht es denn kohletechnisch aus? Noch 7000. Okay, da muss ich jetzt tatsächlich sogar ein bisschen aufpassen. Dann setze ich hier noch die hin. Also, ein Design auf jeden Fall. Sowohl für die Spendenboxen als auch für die ganzen Infosachen. Wird noch gebaut. Versprochen. Allerdings nicht mehr heute. Nicht mehr in diesem Stream. Hat mir gesagt, es soll so sein, wenn man mehr Spendenboxen aufstellt, spenden die Leute mehr Geld. Andere sagen, das stimmt nicht. Man weiß es nicht. Ach, ich wollte was ganz Tolles hier machen. Ich hoffe, dass ich das finde und dass das gut aussieht. Es gibt nämlich so Laub hier. Gefallenes Laub. Ich weiß aber nicht, ob das Dämmerungspack ist, deswegen... Ob es hier ist oder ob es nicht auch... bei dem Grünzeug müsste das ja eigentlich sein, ne? Hier ist es auch nicht. Doch, Efeubaumfuß. Buntblättriger Efeubaumfuß. Ah, ich vergreife, wie man das macht, aber es ist falsch rum in meinen Augen. Was haben wir denn hier? Doch, Herbstlaub. Ja. Ah, aber das müsste dann hier irgendwie unter einem Laubbaum, macht schon mal Sinn, ja. Ah, ich hatte überlegt mit Herbstlaub, aber ich, das passt dann höchstens hier in so eine kleine Ecke rein. Ja, schade. Wo, vielleicht kriegen wir gleich noch die Möglichkeit, mehr Erde hier einzubringen. Überall, wo Erde ist, wird dieses Herbstlaub ganz gut passen, glaube ich. Hier ist doch, sieht doch gut aus hier unter dem, zwar anderes Laub, als da oben am Baum hängt, aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Machen wir das hier doch nochmal. Mhm. So, noch hier nochmal Herbstlaub hin. Geil, das gibt es ja auch als länglich für an Rand. Natürlich gibt es das als länglich für an den Rand. Und dann kann man das hier vielleicht auch noch über den Rand hinaus teilweise auf dem Weg haben, ne? Weil dem Baum ist das ja egal, ob da eine Begrenzung ist oder nicht. Ja, nice. Noch so eine Übergangsdings da. Ah. Der Baum nimmt ja die Barriere nicht als solche wahr. Gut. Wir waren aber bei den üblichen Verdächtigen. Dann fiel mir das mit dem Laub ein. Große Wasserschüssel. Hier vorne noch so eine Tränke. Das passt bei Hirschen auch ganz gut. Sehr gut. Hm, gar nicht schlecht. Und nochmal hier hinten Mitteldruck. Den kleinen nochmal, ne? Ich glaube, einen kleinen können wir hier nochmal ans Häuschen setzen. Dann wollen wir sie noch mit professionellem Spielzeug versehen. Ah, die Vogelscheuche ist ein bisschen zu OP, glaube ich. Mal Kräuterwitterung kommt rein. Ich muss das immer differenzieren, sonst weiß ich immer nicht, was ist nur zum Spielen und woraus kann man spielen und fressen. Reibstock hier, so. Der Reibbaum kriegt aber eine andere Farbe. Das da, ja, und rot, ne? Das Bordeaux kann ja bleiben, das ist nicht schlecht. Das ist mal was anderes. Das war früher immer random einfach nur das Ding reingesetzt, was mir da angeboten wurde. Also immer die gleiche Farbgebung gehabt. Und jetzt auf einmal muss ich unbedingt die Farbe von dem Ding ändern. Kettlebell ist auch immer geil für Hirsche. Haben wir da eine blaue Kettlebell hin. Und hier können wir noch eine andere, weiß ich nicht, eine rote oder so. Ist ja ein Rothirsch. Ja, einmal im Bordeaux bitte. Gut, Freunde der Nacht. Kreaturen der Nacht, Freunde der Sonne. Das sag ich immer.
lassen jetzt mal ein bisschen Zeit verstreichen. Es regnet auch schon wieder, hervorragend. Um noch ein bisschen Geld einzunehmen, aber gleichzeitig, steht überhaupt ein Baum? Ja. Gleichzeitig holen wir uns jetzt ein paar schöne Tiere dazu. Ich finde die Idee mit dem Herbstlaub richtig gut. Nicht? Alles in allem? Das ist natürlich das Bild wieder für das Thumbnail. Okay. Ne, hier oben. Da muss ich kaufen. Ja, Leute, gute Werte. Dachte ich. Auf jeden Fall zwei Goldmännchen, aber mit keiner guten Lebenserwartung. Hier ist noch einer für 1000. Den würde ich auch schon fast nehmen. Den nehme ich auch direkt. Ohne weiteres. Ohne weiter zu zucken mit der Wimper. Und zwei Weibchen. Tina hätten wir, Gwyneth. Jim, nee, Jim ist auch ein Typ. Holly. Bei den Mädels ist jetzt hier gar nicht so viel zu holen, oder? Hier sind noch, hier ist noch Katalin. Grüße gehen raus, Katalin, wenn du zuguckst. Ganz liebe Person. Aber frauentechnisch... Ja. Ich habe vielleicht Glück... Oh Gott, was ist das denn für Werte? Ich habe vielleicht Glück, weil das Männchen gut ist, dass ich einigermaßen guten Nachwuchs kriege. Pass auf, wir kaufen Tina ein. Und, ah ne, Holly hatte richtig schlechte Werte. Veterinärforschung ist abgeschlossen. Da geht es wahrscheinlich um die Flughunde. Jawohl. Das muss auch so bleiben. Haha, Nacktnase. Das muss auch so bleiben, dass erst die Flughunde... schickes Gehege. Vielen Dank, Bina. Dass erst die Flughunde erforscht werden, damit ich da all diese ganzen zusätzlichen Sachen nehmen kann. Der heißt Menno. Wenn man sich ärgert, sagt man, ach Menno. Daher kommt das, von diesem Hirsch. Ophelia. Aus Hamlet übrigens, da gibt es auch eine Ophelia. Eine Ophelia. Okay. Das habe ich doch... Warte mal, drei Mädels? Nee, zwei Mädels. Ich hoffe, das ist jetzt mal eine... Es wird gleich schneien, okay. Es ist Juni und jetzt wird es schneien. Ich hatte jetzt gehofft, dass es mal einen kurzen Augenblick schön bleibt, aber es ist schon vorbei. Schon kommt der Schnee. Aber ich hau hier gerade mal die drei Tiere rein, gucken, wie sie sich wohlfühlen. Dann machen wir zu wenig Geld. Hier wird wieder demonstriert. Schön, diese kleine Burg auch. Ich finde diese Burg von den Nacktnasenbomben jetzt immer noch sehr entzückend. Könnt ihr sagen, was... Ophelia ist bereits da. Hallo, Ophi. Schauen wir doch mal. Zu wenig kurzes Gras, alles andere stimmt. Schnee macht ihr nichts aus. Dann stoppen wir nochmal die Animation. Wie sieht es mit stabiler Rüstung aus? 100%. Gelände. Nur 83%. Achso, das liegt hier dran. Also müssen wir ein bisschen mehr kurzes Gras noch reinmachen. Ist ein bisschen schade. Aber hier drunter kann ich bestimmt was machen. Hier hinten auch. Ja. Ich guck mal überall. Also so ganz grün will ich das Gehege nicht haben. Das gefällt mir nicht gut. Ein bisschen Spielraum hat man hier ja auch. Ja, gerade hier auf dem Grund des, von diesem sogenannten See. Hier vielleicht, wo die Blätter liegen. Noch mal ein bisschen schlammig. Diese Blätter passen von mir, von der Farbe her, nach meinem Verständnis besser zu schlammigem Boden, aber... Das ist meine subjektive Meinung dazu. Lass das so, ne? 89%, wollen sich nicht so beschweren. Bepflanzung ist super. Auswahl der Pflanzen ist super. Lebensqualität 100%. Was willst du denn mehr, Freunde? Was willst du denn mehr, Freunde? Ist auch gut.
Haben wir uns hier schon für Bänke entschieden? Ja. Weil wir müssen jetzt eh noch einen Augenblick warten, bis der Schnee nämlich vorüber ist. Auf den Weg. Ja. Bis der Schnee vorüber ist, um ein Thumpy zu machen. Für YouTube. In der Zeit können wir jetzt noch so ein bisschen rumbauen. Ein paar Bänke, ein paar Müllämmer. Mülleimer, Müllämmer. Der Kölner sagt Müllämmer. Geil übrigens, dieser Baum hier brennt nicht ab. In jedem anderen Game wird er wahrscheinlich brennen, hier nicht. Okay, cool. Das sieht auf jeden Fall schon mal aus. Ja, aber ist auch geil, wenn die Gehege so dicht beieinander sind inzwischen. Passt mir ganz gut. Dann gucke ich jetzt mal bei den... Hier bei den Nacktnasen-Flederhäusen. Flederhäusen. Fledermäusen, nee, wie heißen sie? Flughunde. Ob es hier weitere Okkasionen oder Dekorationen vielmehr für das Vivarium gibt. Kann das hier ja so einschalten. Wie viele Tiere habe ich hier eigentlich inzwischen? 8 Stück. 4 Männchen, 4 Weibchen und Nuha ist schwanger. Nicht schlecht, Herr Specht. Nee. Lebensqualität Stufe 2 ist noch nicht erforscht. Wann kommt das denn? Das ist mal eine gute Frage, aber das kann man ermitteln. Einfach hier draufklicken. Genau. Das ist Lebens... Das ist Beschäftigung. Das ist das aber. Ja, also mit der nächsten Stufe und mit der letzten Stufe haben wir dann hier nochmal ein bisschen mehr Zeug. Wow! Guckt euch dieses geile Tier an, Leute. Stark, oder? Hammer. Ha! Gute Frage gerade. Habt ihr alle genug Platz? Haben sie. Lovely. Schön. Ich würde es gerne ein Foto machen, aber irgendwie stört mich der Schnee. Ich weiß auch, dass Schnee- und Nacht-Thumbnails weniger geklickt werden bei YouTube. Ist kein Scheiß. Als Sonnen-Thumbnails. Aber wir lieben ja alle eher die Sonne. Also die meisten von uns lieben ja eher die Sonne als Schnee und Regen. Ne? Deswegen werden wir das Ganze jetzt hier mal beschleunigen. Gleich wird es auf jeden Fall schon mal wenigstens wieder bewölkter. So, Geld kommt auch wieder dazu. Müsste der Schnee noch schmelzen. Ja, das tut er. Wenn jetzt noch Sonne kommt. Jetzt kommt erstmal die Nacht. So. Das ist doch schon mal eine schöne Stimmung. Ja, das ist doch eine gemütliche Stimmung. Da kann ich auch ein Thumbnail zu machen. Und gucken wir mal. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Schick, ne? Geiles Tier, Leute. Guck mich mal an. Ah! Zu schnell. Ist immer noch so schnell. Jetzt muss ich immer ein bisschen hier runter machen. Runterbauen. Aaron. Oh, Leute, Aaron Carter ist gestorben vorgestern, ne? Mit nur 34 Jahren. Wo ich dir der Hirsch... Das ist für dich, Aaron. Grüße gehen hoch. Deswegen heißt der Hirsch jetzt so. Und deswegen wird er so heißen bleiben. Voll tragisch. Ich werde trotzdem Aaron jetzt mal hier hinten rüberholen. Und ihn mal ein bisschen mehr in Szene setzen. Sozialverhalten, da stimmt irgendwas nicht. Was stimmt denn hier nicht? Stress. Versucht sie zu verstecken. Ah, ich verstehe. Jetzt musste da erstmal rüberkommen. Ich mache da was gegen. Ich weiß auch, was ich dagegen mache. Muss jetzt erstmal das Gold weg, dann muss er stehen bleiben. Bleib einfach stehen kurz, Aaron. Sehr schön. Wir machen hier eine Holzwand vor. Ist gar kein Problem. Holz. Afrikanischer Stockboden. Hahaha. Natürlich nicht. Wir können da Rundholz vormachen. Das haben wir schon verwendet. Das haben wir auch hier hinten bei der Tür. Dann passt es zum Design noch. Schön, dass ich Holz eingegeben habe und Rundholz wahrscheinlich ganz unten ist. Anstatt dass ich jetzt Rundholz eingebe, ich könnte auch bei Wänden einfach mal per se gucken und dann feststellen, dass hier das Rundholz ist, ganz unten. Genau. So.
Und die Seite machen wir auch noch zu. Und weil Aaron nicht weiß, dass da hinten das Gehege, dass da hinten kein Zuschauer mehr langlaufen kann, machen wir es hinten auch noch zu. Und dann hat sich auch die Sache mit meiner Rückwand da aus Holz erledigt. Weil das ist ja jetzt eine Rückwand aus Holz. Und sogar noch eine funktionale. So. Dann können die da rein. Ja, ich lasse das mal so. Vielleicht klappt das schon so. Dann muss ich mir keine anderen Gedanken mehr machen. Und das Stroh verstecken wir auch noch. Das Stroh will sich auch verstecken. Hier ist auch Stroh. Das kann aber weg. Ja, ja. Muss ein bisschen angepasst bleiben hier. Alles angepasst werden, angepasst bleiben. Auch weg. Auch weg, was soll der Geiz? Hier, genau. Ja, und hier kommt halt, was kommt denn hier rein? Da muss noch ein bisschen Natur hin. Bernie kann da rein. Bernie ist eine gute Idee. Nee, das ist die Alpenzierlaus da. Die Alpenzierlaus. Das ist auch sehr kitschig, ne? Ja, hier einfach so eine kleine Bernie-Wand rein. Ist auch mega gut. Stört nicht. So, jetzt gucke ich mal, ob ich mit Aaron ein schönes Foto hier machen kann. Oh, wie stolz er da steht. Und jetzt noch in die richtige... Oh, mit dem Schloss im Hintergrund, oder? Leute. Das ist doch ein mega gutes Foto. Ja, oder? Es ist eigentlich gut. Oh, das ist ein stolzes Tier. Ah, ich würde das Schloss gerne ganz im Hintergrund... So ist doch gut, ne? Würde man draufklicken, oder? Bei YouTube auf so ein Foto. Vielleicht, ja, hier in dem Bereich fehlt noch ein bisschen was. Und hier auch noch. Da müssen wir noch ein bisschen... Wir lassen den auf jeden Fall. Lassen wir den jetzt in dieser Position. Müssen wir noch ein bisschen nachpflanzen hier. Aber das Foto sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Kann auch so ein bisschen Bernie hin, aber nicht so viel. Mit so Fächerblume, ne? Das ist gut. Und hier hinten den Bereich hatte ich auch gezeigt. Da könnte ich noch mal so Blumen hinmachen. Astern zum Beispiel. Jetzt habe ich schon Aster eingegeben. Es kommt immer noch so viel Zeug. Ja, die Goldrute finde ich ein bisschen zu proletisch, oder? Nee, geht eigentlich auch. Ja, nee. Astern, wo sind sie? Gibt keine Astern mehr. Das ist die Wasserhyazinthe. Ich habe Aster eingegeben. An welcher Stelle in dem Wort Wasserhyazinthe kommt denn das Wort Aster vor? Wasserhyazinthe, aber das also heißt das ja nicht. Vor allen Dingen, ich hab Aster eingegeben. Jetzt müsste eigentlich nur die Aster gezeigt werden. Ich begreife das nicht. Aber es kann auch sein, dass der jetzt alles anzeigt, was dieselben Tags hat wie die Aster. Kann natürlich auch sein. Tja. Ich weiß auch nicht, wie ich das anders suchen soll. Weil es ist ja... Aster ist Aster. Hier ist sie doch. Nee, Grindkraut. Können wir auch nehmen. Ja. Oh ja. Grindkraut können wir auch nehmen, da müssen wir gar nicht auf die Aster warten. Ist Aster nicht auch ein Vorname oder verwechsel ich das gerade mit Astrid? Das ist doch schnickelig. Schickelig. So ist doch gut, oder?
könnt einen Ticken weiter nach da gucken, also nach links. Also sein links. Ja. Nee, das lassen wir so, ne? Da haben wir da hinten die kleine Asternwiese. Hier ist ein bisschen Zeug jetzt noch. Ja, und dann hier noch ein bisschen rauszoomen. Ja, das wird unser... Dann haben wir noch diese zwei Fackeln mit drin. Dann wird das doch hier mit dem Schloss im Hintergrund, das ist doch geil. So, oh ja, so vielleicht noch. Genau. Dann wird das doch unser YouTube-Thumbnail. Mega gut. Liebe Freunde, ich will mich gar nicht weiter aufhalten. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich muss jetzt ein bisschen meinen Hals entspannen und mich kurz für ein bisschen hinlegen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Bis dahin macht's gut. Euer Taris.